Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier jetzt in der Hauptstadt. Wir hatten es endlich geschafft, in der letzten Folge durch den Command halt wieder ja, die Hauptquest irgendwie zu aktivieren, dass wir vorankommen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auch mal kurz nochmal auf den Weg zu Minisera, die da drin ist, ja, weil die ja hier gleich um die Ecke ist. Vielleicht kommen wir mit der jetzt ja nicht mal weiter. Ich bin mir da auch nicht sicher, aber riskieren können wir es, versuchen können wir es. Vielleicht kommt da was, vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir wieder abwarten. Vielleicht habe ich nur geschafft gehabt, mit dem Command die eine Quest zu aktivieren und stecken dann wieder fest. Weiß ich nicht. Finden wir im Laufe des Let's Plays noch heraus. Aber zur Not kann ich euch auch jedes Mal zeigen, welche Commands das dann sind, die man aktivieren muss. Damit man wieder weiterkommt, damit man vorankommt. So, wir müssen den erstmal anquatschen. Yes! Und dann quatschen wir mal mit Minisera da unten. Jo! Und passiert nichts. Okay, dann gehen wir mal lieber wieder raus. Schade, hatte gedacht gehabt oder gehofft gehabt, dass sich hier vielleicht irgendwas entwickelt. So, dann können wir eigentlich sogar hier nach Balfiera, glaube ich, die sind wir ja durch. Osinium Area, da war ja nur der eine Ork, der noch fehlt. Hier Wayrest. Aber wir können auch mal nach Wayrest gehen. Mal gucken, was da passiert. So, Wayrest im Winter. Auch schön. Wie sieht es mit dem Leben aus? Okay. Müssen wir noch nicht zum Werwolf werden. So, da ist Süden, da ist Norden. Müssen wir in die Richtung. Vielleicht passiert da irgendwie was Neues mit Lysiana oder Morgia oder Valencia oder so. Müssen wir ja schauen. Denn wir haben bisher auch noch nichts Neues von Gothrog oder wie der hieß, von dem Ork da erfahren in Osinium. Da können wir gleich auch dann als nächstes hingehen und mal schauen, ob da auch irgendwas Neues passiert. Ja, wir springen hier erstmal auch ein bisschen. Was sagt denn die Uhr? 7.21 Uhr, okay. So. Quatschen wir mal mit der. By the wolf, good to see you, Max. Okay, hier passiert nichts. Vielleicht mit ihr? Yes, I do have something for an able-bodied young Nord. It's nothing special, just a simple errand. But it will mean an extra 1150 gold to you. Interested? Okay, komm, machen wir. Good, I have a Prosura in my employ. This distinctive looking young lady in green going by the name of Barbolda Greenhouse. Well, Barbolda Greenhouse found a special bracer of interest to me. But the former owners have that trap somewhere in Gallomond. My hands are tied officially, but you could kindly go to Gallomond, find Barbolda Greenhouse and bring me my bracer. Of course, you are not back in 13 days. Your 1115 gold reward will have to be forfeit. I'm sure you understand. Well, you ought to be on your way. Goodbye. Okay, die hat nur so eine Quest, die hat gar nichts. Aber okay. Dann machen wir erstmal diese Quest. So. Da ist eine Waffe. So, hier sind wir auch ein normaler Common Citizen. Und wir schauen mal. So. Lady Rizanna. Hunter. Hier. Ja, Gallomond. Dann wollen wir dahin reisen. Yes. Wie sieht es hier jetzt aus? Immer noch bei 212. So, dann können wir die hier mal fragen. Wo finden wir... Nope.
people, die hier. You gotta go awfully close by. I'd the best I've... Ah, perfekt. First class match merchandise. Im Westen. Dann gehen wir halt dahin. Verdienen uns nochmal 1115 Gold dafür. So, dann ist das da. Da finden wir sie. Die Lady in Grün. Aber wir können auch mal gucken, vielleicht... Ne, wir haben ja kein Geld mit. Dedrick Saber. Shortsword? Nee. Aber jetzt scheinen die hier mehr Dedrickers zu haben wieder. Nur nicht die Ausrüstung, die ich mir wünsche. Da haben wir die Lady in Grün. Prince of Morgia sent you? By the Mad Queen. When I heard you coming, I was afraid they had finally tracked me down. I'm glad you found me first, Max. Here's the bracer. Take it back to Princess Morgia right away. She needs it in just a few days. And be careful. The former owner's agents are turning Gallomont upside down looking for this little beauty. Okay, wir gehen trotzdem hier noch mal gucken. Vielleicht gibt's hier doch noch was. Okay, gibt's nix. So, dann gehen wir wieder raus. So, jo, Schnellreisen geht. Gut. Und da haben wir schon den ersten, der uns angreift. Aber die hauen da von dem lieber ab, oder von der, glaube ich, war das eher. Dann haben wir wenigstens keine Probleme. Und hier nochmal rüber. So, und da haben wir das Königshaus. Dann machen wir uns danach auf den Weg einmal zu Gothrog. Und sehen zu, dass wir da irgendwie vielleicht von ihm noch eine Quest bekommen oder so. Genau hier. Ah, excellent company. Good day, dear friend. Ah, marvelous. My bracer returned promptly with minimum of incident. Very good. Here's your 1150 gold reward. Die gönnen wir uns. Aber hier passiert nichts. Dann würde es mehr Sinn machen, dass wir nach Osinium einmal vielleicht gehen. Hierhin. 4 Tage. So, schneit auch wieder. Was sagt denn hier jetzt das? Ist immer noch bei 212. So, die greifen uns auch wahrscheinlich wieder an. Das lassen wir mal. Ah, und jetzt brauche ich wieder Unschuldige. Jetzt muss ich wieder Unschuldige töten. So. Der hat auch noch keine Quest für uns, keine neue. Ebony? So, Dwarven. Können wir auch alles wieder verkaufen. Ja, dann können wir gehen, weil aktuell bringt es uns nichts, wenn wir hier sind. Dann... So, vielleicht hier nochmal zu... Warte, wir müssen ja Unschuldige jagen, dann hier... Wo ist denn die nächste Siedlung hier, ganz normale? Ach, hier gibt es gar keine Siedlung. Okay, dann... Achso, warte, ne, doch. So muss ich das machen. Dann gibt es hier doch eine Siedlung in der Nähe. Hier. The Fox and Scorpion Hostel.
So, da gab es jetzt ein paar Ruckler. So, dann machen wir einmal den. Und wieder zurück. So. Gibt es hier irgendwo... Ne, hier gibt es keine Verkaufsläden. Aber wir können dann wieder hier hin. So, dann gucken wir mal, ob wir für Money Marco noch mal irgendwie was kriegen. Eine Aufgabe. So. Komm, einmal drauf gehen bitte. Okay, den guten Stuff kriegen wir hier nicht. Schade. Da gucken wir mal, vielleicht haben wir noch irgendwas für Money Marco. Vielleicht hat er noch eine Quest für uns. Rentosium Max. Der hat für uns nichts. Hallo. Okay. What do you want? Hallo. You need something? Okay. Yes. Also für uns haben die, glaube ich, nichts. Mit dem kann ich auch nicht quatschen. Ah, Dirk wieder. Der hat nichts. Hm. Ich weiß es nicht, was ich noch machen muss. Keinen Schimmer. Vielleicht muss ich einfach nur abwarten. So, dann gehen wir wieder hoch. Und zurück nach... Zurück nach Daggerfall. Wo war denn das? Hier, glaube ich, ja? Daggerfall. Da ist die Hauptstadt. Okay, neblig und so. Aber wenigstens... Der Geist von Lysandus gruselt hier nicht mehr rum. Der Geist von Lysandus hat seinen Frieden gefunden. Und wir haben... Eigentlich ein paar Quests haben wir ja noch offen. Ist ja auch nicht mehr viel, was Hauptstory angeht. So, jetzt müssen wir direkt nach Norden. Da vorne schon der Kreis. Der Marktplatz, der große. So, einmal den hier für 3 Stunden machen, dann können wir da reingehen und verkaufen. So, dann mal gucken. Nope. Orcish War Axe. Ich finde den Grün auch richtig geil. So, dann können wir die Dinger verkaufen. 21, ja, kriegen wir. Okay, 21 ist der Wert. Also Riesen. 1000, 21.000. Können wir den Rest... Ne, warte, haben wir sonst, hoppla, irgendwas auf Tasche, was wir nicht brauchen? Nope. Ein Wagen ist ja eh leer. So, Deposit 10, 5, 0, 6. So. Dann hatten wir hier noch irgendwo einen Laden. Da. Da ist der Laden. Waffen und so. Vielleicht hat er auch noch was Nützliches für uns. Warte mal, Bucky Tashi, ist das nicht besser? 7 bis 16.
Und der hat 9 bis 22. Also das, was wir haben, ist momentan das Beste. Das Beste der Drippe. Sonst hat er hier nichts für uns. Von großem Wert. Hier nichts. So, und hier oben. Ich vergesse immer, dass der Waffenladen oben halt nichts hat. Das ist alles hier unten. Ja. Vielleicht muss ich erstmal einfach ein bisschen abwarten. So. Wie sieht es eigentlich mit unserem Rufen aus? Hier sind wir auf 0. Dark Brotherhood sind wir auf 0. Aber vielleicht für die Diebesgilde könnten wir mal vielleicht wieder ein bisschen was machen. Wo haben wir nochmal die Diebesgilde? Da unten. Hätte ich auch mal wieder Bock, vielleicht ein paar Quests für die zu machen. Und dann einen höheren Ruf zu bekommen. Eventuell. Ich weiß jetzt noch nicht, was man da bekommt, wenn man hier bei der Diebesgilde auf maximale Stufe kommt. Können wir hier ein bisschen was machen. Wer war nochmal der Questgeber? Sie? Nope. Ah, hier, er. Get Quest? Let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. Hotstone. Ja, machen wir das. Listen, Max, we got one of our family who's in trouble. You got a couple days to help. Out one of the family? Yes. Good note. One of our best cat burglars in Gothgate is holed up in a rat trap called the Toad and Skull on her person. It's a hot stone she lifted from the palace. Now the word is that someone saw it on her and the guards are casing the place. Out of respect for the owner of the Toad and Skull, there's waiting 13 days before moving in. Get over the Toad and Skull and give Morgana Greenheart this hunk of mercury in exchange for the Malachite. And then you bring it back here. You understand? Good, now hurry, there ain't time. Alles klar dann. Machen wir das eben ganz schnell. So, wo haben wir das? Das hier. The Thief's Guild in Daggerfall has sent me to Gothgate. Gothgate. Müssen wir jetzt eben suchen. Gothgate. Da oben. Ja, reisen wir mal dahin. Die können wir nicht mehr aktivieren, okay. Aber egal. So, dann muss sie... In welchem war sie? Irgendwas mit Skull? The Toad and Skull? Hoffen wir mal, ist das hier The Toad and Skull. So, nee. The Toad and Skull. Ah, haben wir. Hier. By the Crypt Max, you are a lifesaver. Turns out someone saw me with a Malachite and they figure it's the stolen gem. This hunk of mercury will be my ticket out of here. Remind me to buy you a drink sometime. Now hurry back to Redesteer Halfwing. They're gonna be real suspicious if you are not back in 13 days. So, dann auf zurück nach Daggerfall. So, 3 Tage wieder. So. Dann müssen wir jetzt ganz nach Süden laufen. Was sagt denn die Uhr? 17.19 Uhr. Oh, das heißt, wir werden gleich irgendwann erfahren. Also dann wirklich erfahren, ob es nachts hier sicher ist oder nicht. Vor allem ist es jetzt aber auch dauerhaft am Regnen. Das finde ich auch krass. So. So, da, ganz im Süden. So.
Und da wären wir. War das hier? Ja, hier. Good job, Max. I hear that Morgana Greenheart showed the guards the piece of mercury, then thought was a malachite, and they bought her a drink as an apology. I tell you, ain't no life like the life of a scoundrel. Here's your share of the malachite. 240 gold, you earned it, Max. Nice. Dann müssten wir jetzt auch hier wieder einen besseren Ruf haben. Wieder bei 5. So, was können wir noch machen? Arm Supply, Antique Ivory, Drugs. Ich glaube nochmal Hot Stone. Kennen wir. Da kriegen wir jedes Mal 5 vom Ruf. So, und was sagt er jetzt? I have a Lodestone, I am supposed to give you some Woodcraft Exchange in Galloborn. Auf nach Galloborn. Galloborn. Das ist da hinten, okay. Können wir auch schnell dahin reisen. Auch 3 Tage. Kriegen wir mal schnell hin. Und es hat aufgehört zu regnen. Nice, da ist die Sonne. Perfekt. So, dann müssen wir mal hoffen, ob das da vielleicht schon die richtige ist. Die richtige Kneipe. Nein! Es muss ja hier The Black Cat sein. Dann ist es eins von den 3 da ganz im Norden. Oh, ich muss wieder hunten. So. Ah, hier den Lodestone. Okay. Dann haben wir die wieder. Und können dahin nochmal. Ja, da sind sie. The Black Cat, da haben wir es. Wer könnte das sein? Also nicht hier. So. Release the Halfwing of the Thieves Guild and Dagger has sent me to Galloborn to a dive called the Black Cat. I have a Lodestone I am supposed to give Isaine Wickrop in exchange for the stone rock she was seen with. Okay, wer ist sie denn? Nein! Hier ist sie nicht. Sie kann es auch nicht sein. Bestimmt hier oben. Das ist sie. Spirits of High Rock, Max. You are a lifesaver. Ja, yeah, das kennen wir. Auch interessant, wie die sich versteckt hat. Mit dem Kopf zur Hälfte in der Wand. So. Jetzt sind wir wieder in Daggerfall. Achso, jetzt müssen wir so zurück nach Süden. Dann schauen wir mal. So. Ja, ich feiere es aber, wie die Städte hier aussehen, wie die Häuser, also. Schon richtig mittelalterlich. Finde ich schon nice. So, jetzt direkt nur noch nach Süden. Straight geradeaus. So, und dann hier, da haben wir es. Da ist die Diebesgilde. So, good job, I hear that's in, yeah, genau. Nochmal 213. So, und wie sieht jetzt mein Ruf hier aus? 10. Ah, und die sind jetzt bei 4, okay. Da kriegen wir hier ein bisschen auch zusätzlich da einen Ruf. So. Warte mal, hat der dann jetzt irgendwie für uns eine höhere Stufe oder so? Yeah, down. Alright, Max. The boys decide you earn the rank of Journeyman in the guild. Means they're paying attention to you. Nice.
jetzt haben wir hier offiziell den Journeyman als Ruf. Und die waren ja alle hier oben. So. Training brauchen wir jetzt nicht. Die kann auch nichts für uns tun. Sell Magic Items. Was hat der? Spymaster. Hier gibt's nichts. Gab's hier noch jemanden? Sie? Guckt aber immer so böse. Hier gab's sonst auch niemanden. So, dann würde ich sagen, wir holen uns von dem nochmal eine Quest. Temple with a Vale Artwork, the Jewel heißt now the Noble's Jewelry. A Stolen Gem. Was nehmen wir? Ich glaube das hier. So, we have had our eye on you, Max. Never mind who we are. You are an up-and-coming member of this guild. If you were to do a special job for us, for no pay, we might look favorable on you in the future. What do you say? Okay. Your assignment is very simple. The King of Chesterwick has recently bought a mark of decent enough worksmanship that we are interested in taking a closer look. You're gonna have preciously 19 days to find a way into the palace, abscond with the said by Bauble, and be back here. Not impossible for a true member of the Thieves Guild, so what are you waiting for, Max? Off with you. Okay, das ist also... Ich muss jetzt in einen Palast rein, ein Juwel finden. So, wo haben wir das? Hier, Palace, the King's Palace in Chesterwalk. Gut, reisen wir mal dahin. Chesterwalk ist da hinten. 4 Tage brauchen wir da. So, und was steht da noch? To gain influence in the Thieves Guild, I have agreed to break into the palace, the King's Palace in Chesterwalk, and steal the King's new mark. I have 19 days to have the mark and register Heartwings hands in Daggerfall. Okay, wo haben wir den Palast? Ach, hier waren wir schon mal. Wo ist denn hier der Palast? Da, Palace. Okay, geradeaus durch. So, da kriegen wir ja schnell hin dann. Gehe ich mal von aus. So. Dann finden wir das gleich. Da haben wir den Palast. Ich hoffe, wir schaffen uns aber nicht zu failen. So. Warte mal, dann machen wir hier ein Save Game einmal. So. Okay, dann halt nicht. Muss ich dann warten, bis die aufhaben? Warten wir noch mal eine Stunde. Kletter ich mal lieber hoch. Hier muss es doch auch noch irgendwo einen Eingang geben. Jo, hier. So, dann muss hier irgendwo ein Mark sein. Versteckt. Nur die Frage ist, wo? So, jetzt gleich sind wir eben einmal im Kreis gelaufen hier. Genau, jetzt sind wir einmal im Kreis, dann ist es unten irgendwo. So, wir fangen mal von der Seite an.
Scheint aber auch keiner da zu sein hier. Da haben wir den. This must be the piece. You have the mark you have been sent to get. So, okay, dann schnell nach oben. Wo war denn das? Und ich hoffe, niemand hat mich dabei gesehen. So, dann können wir vielleicht von hier schnell wieder zurück nach Daggerfall und das dort wieder abgeben. So, wo sind wir genau? Oh, wieder ganz weit im Norden. Warum können wir nicht einmal im Süden da bei der Liebesgilde irgendwo reinkommen? Das wäre zu schön gewesen, wenn wir jetzt da im Süden ankämen. So, egal, dann müssen wir halt ein bisschen länger laufen. So, wo haben wir jetzt gleich wieder straight Richtung Süden? Aber wir wurden bisher noch nicht erwischt. Da. Hier ist die Diebesgilde. Mach mal so. Congratulations, Max. You'll be hearing from us not long from now. So, was sagt denn jetzt mein Ruf? 20. Ah, okay. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir bei denen noch es auf 100 mit dieser Quest oder andere Quests. So, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Warte mal, wir hatten aber auch hier jetzt nochmal plus 2 bekommen. Okay. Bei der dunklen Bruderschaft. Die sind aber auch irgendwie miteinander verbündet. Die dunkle Bruderschaft und die Diebesgilde. Dann ist die Frage, was ist noch eigentlich mit denen verbunden? Aber egal. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!